Schau Phineas und Ferb im Disney Channel. Und nun die Band, auf die ihr alle gewartet habt. Die Belgitos. Hey, cooler Beat, Buford. Danke. Was ist, Baljeet? Deine Band wartet auf der Bühne auf dich. Ich kann das einfach nicht. Ich bin eben kein Rock'n'Roller. Ich weiß jetzt schon, dass ich eine schlechte Note kriegen werde. Sekunde, was meinst du mit Noten? Das ist Summer Rocks. Da gibt es keine Noten. Was, keine Noten? Das heißt, man muss einfach nur bestehen? Ja, in unserem Lehrplan gibt es keine Bewertung, damit die Kinder kreativ sind und Spaß haben. Also, das ist ja zum Haare ausrupfen. Ich habe meine Zeit in einem Kurs verschwendet, in dem es keine Noten gibt. Wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, auf irgendeine Art meine Gefühle auszudrücken und Gleichgesinnte daran teilhaben zu lassen. Entschuldige mich, ich möchte etwas ausprobieren. Oh ja! Ich habe euch etwas zu sagen! Ich lerne gern, weil ich das gut kann. Doch der Stoff war frei und ohne Plan. Ich liebe Regeln hart wie Stahl, denn ihr wisst, ich halt mich ja so gern daran. Ich will einen Stundenplan, ein wenig Disziplin und benotet mich von 1 bis 6. Ich saß auf meinem Platz und ein jeder Satz, der war nichts weiter als nur hohles Geschwätz. Ich will eine Note von dir, ich will eine Note von dir, ich will eine Note von dir. In schwarz-weiß auf einem Blatt. Ich will eine Note von dir, ich will eine Note von dir, ich will eine Note von dir. Gibt's einen Rotstift in der Stadt? Ich will eine Note von dir, ich will eine Note von dir, ich will eine Note von dir. Ich hab schon gesagt, ich brauche als erstes Auto von dir. Und ja, keine 4. Nun entspanne ich mich, um meine Herzfrequenz ruhig und gleichmäßig zu halten. Denn wenn ich mich zu sehr aufrege, würde mein Herz zu schnell schlagen und der Herzschlaginator würde sich überhitzen. Windelwechsel. Hey, hör auf mich zu jagen, ich brauche einen ruhigen Puls. Oh, ich bin so sauer. Ich will Klarheit heute noch, das Ganze wird mir zu bunt. Ich heul sicher nicht, das wäre lächerlich, gib nur meine Meinung kund. Die Familie versteht, dass ich ein Notenraster brauch, das gibt mir Halt und sagt mir, wie ich bin. Bin ich gut oder ganz schlecht, bin ich toll oder untragbar, nur mit Noten gibt das alles Sinn. Ich will eine Note von dir, ich will eine Note von dir, ich will eine Note von dir. Benotet mich, sonst werde ich böse. Ich will eine Note von dir, ich will eine Note von dir, ich will eine Note von dir. Durch eine 1 wäre ich erlöst. Ich will eine Note von dir, ich will eine Note von dir. Gar nicht gut. Verflucht seist du, Perry! Sind das nicht die Balchitels? Nenn mich einfach tanzunbegabte Flynn. Okay, das ist dein neuer Spitzname. Sekunde, was? Nein, man kann sich nicht selbst einen Spitznamen geben. Du sollst einen Spitznamen erfinden. Oh, aber dir ist das offensichtlich egal. Hey, das stimmt überhaupt nicht. Ich nenne dich Candace, aber nicht, weil mir nichts daran liegt, dir einen süßen Spitznamen zu geben. Ich nenne dich Candace, weil mir dieser Name sehr gut gefällt. Tatsache? Ja, aber sicher, weil es dein Name ist. Das war leicht. Nun, Baljeet, wenn dir das was bedeutet, in Rock würde ich dir eine 1 geben. Nein, das bedeutet mir rein gar nichts.